Hey Leute, ich bin's, eure Nicole, und ich wollte euch hier mal ganz kurz was zeigen. Und zwar ist das, Hilfe, dieses, ja, zusammengefasst das Geschriebene von Harry, also was Harry Juliette geschrieben hat, was ich auch in der Story geschrieben habe. Also ich habe das jetzt mal in ein Dreieck geschrieben, weil ich finde, dass man das so, ja, am einfachsten, sage ich jetzt mal, verstehen kann. Also, für die Leute, die es jetzt vielleicht beim ersten Mal drüber lesen, noch nicht verstanden haben. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Also, und das ist bei uns jetzt auch schon ein Jahr her. Ja. Auf jeden Fall, als das damals bei uns war, habe ich das nämlich auch aufgeschrieben. Und zwar hier. Aber dadurch, dass man da überhaupt nichts erkennt und das auch alles ziemlich unübersichtlich ist, dachte ich mir, ich kann das Ganze dann auch nochmal hoch offen. Zeichenblock machen. Und ich hoffe, ihr könnt es dann auch einigermaßen jetzt sehen, weil ich sehe nichts oder so gut wie gar nichts. So. Sag mal, kennt ihr das, wenn ihr den ganzen Tag den gleichen Ohrwurm habt? Das regt mich gerade voll auf. Genauso wie damals. Bex und ich sitzen so mitten im Matheunterricht und fangen auf einmal, ja, relativ laut One Way or Another anzusingen. Es war halt schon 8. Stunde, ja, okay, aber wir wurden voll von unserem Mathelehrer angeschnauzt. Tja. So. Da sind noch ein paar Schleichpferde von mir, ein paar Repaints. Ja, ach so, ja, was ich noch sagen wollte, und zwar wegen den Songs, die ich covern wollte. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einfach alle die Dinge, die ihr wolltet, vielleicht werden dann nicht alle mit Gitarre sein, weil dadurch, dass meine Freundin bis jetzt nur As Long As You Love Me spielen kann auf der Gitarre, muss ich auch noch die ganzen Akkorde und so besorgen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nur so 3 oder 4 mit Gitarre covern und dann den Rest einfach ohne. Also ich schau mal, welche sie am besten spielen kann mit Gitarre und dann müssen wir den anderen mal gucken. Und ja. Ja. Also, es wird auch jetzt demnächst weitergehen mit Over Again und A World to Write. Ich bin dabei, A World to Write habe ich halt gerade im Moment so eine kleine Schreibblockade. Also ich weiß zwar grob, wie es weitergehen soll, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich den nächsten Part gestalten soll. Und deswegen muss ich erst noch mal gucken und. Aber ich denke, es dauert nicht mehr lange und ich bin auch. Ich sag so oft. Und ich bin auch gerade dabei, ein paar One-Shots zu schreiben. Also sagen wir so, die 2 One-Shots fürs Abonnenten-Special. Also ihr könnt euch auch gerne noch melden. Also, es wird wahrscheinlich wieder so eine kleine Kurzgeschichte. Irgendwie kriege ich das nicht hin, die One-Shots in ein paar zu packen. Ja. Ich schreibe so gerne. Viel. Was ihr bestimmt schon gemerkt habt. Vielleicht. Eventuell. Ja, auf jeden Fall. Man merkt schon, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Deswegen labere ich hier gerade irgendeinen Mist. Halt, könnte ich eigentlich die komplette Geschichte an einem Tag hochladen. Allerdings möchte ich das jetzt auch nicht, weil sonst sind das irgendwie so 100 Parts an einem Tag und das wäre vielleicht ein bisschen viel. Nee, also ich teile mir das so ein bisschen auf. Vielleicht kommt dann demnächst mal ein paar mehr Parts I would und dafür dann keiner von den anderen. Aber ich habe halt jetzt einfach wieder mehr Zeit als vorher und habe deshalb mehr Zeit, was zu schreiben an sich und das Vorgeschriebene vor allen Dingen auch abzutippen, weil das ist halt meine größte Sorge immer, dass ich halt immer in der Schule in den Freistunden sitze, schreibe und dann sitze ich halt zu Hause und muss lernen. Und da komme ich halt nicht dazu, das Ganze abzutippen. Also es ist schon relativ viel vorgeschrieben. Und vor allen Dingen für I Would, was ich es ja schon öfter gesagt habe. Also ich hoffe, es geht. Meine Ideen kommen dann demnächst auch wieder. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt, obwohl ich jetzt so viel Müll geredet habe. Tschüss!